Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Schrödis Grillecke. Heute mit einer Fingerfood-Platte zum, wie heißt das Event nochmal vom Football, Kamerafrau? Zum Super Bowl. Ja, ich muss das mal dazu sagen, so riesige Football-Fans sind wir jetzt nicht, aber wir sind Amerika-Fans. Auch dazu wird es dieses Jahr auch noch ein Video geben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ne? Da werdet ihr mich nicht hinterm Grill sehen, sondern in den Fast-Food-Restaurants. Da freue ich mich schon drauf. So, also heute so eine kleine Fingerfood-Platte. Da die Amerikaner ja total auf Sparrows stehen, habe ich mir einmal wieder Sparrows von Stefan Pistol aus Rostock geholt und dazu noch ganz viele kleine Hühnchenschenkel. So, und dann habe ich noch einen neuen Rub entdeckt, beziehungsweise ich habe ihn geschenkt bekommen. So, von wem ich den bekommen habe und wie das alles so gelaufen ist, das seht ihr dann natürlich im nächsten Video. Ne? Und auf den Rub bin ich mal komplett gespannt. Der ist von Marco Greulich, Grillweltmeister, mehrfacher Grillweltmeister, Vize-Weltmeister, deutscher Meister, also da, wo ich nie hinkommen werde, ne? Aber wir machen das so für uns. Wieso lachst du da, Kamerafrau? Okay, gut. Also, wir machen jetzt mal eins. Wir nehmen erstmal die Silberhaut weg. Nach der Silberhaut werden wir mal den Rub so ein bisschen mit Apfelsaft mixen. Dann werden wir das so ein bisschen einmarinieren. Zwiebeln noch dazu, ein bisschen Knoblauch dazu. Ne? Hier habe ich noch große Gemüsezwiebeln und ein bisschen Knoblauch. Ziehen wir dann da rein, stellen das Ganze erstmal auf den Grill. Lass es erstmal ein bisschen durchgehen und dann nachher geht's weiter. So, läuft. Guck mal hier. Das ist ja nun schon längst kein Geheimnis mehr. Oh. Ja, und heute ist unser Chief Marketing Officer nicht da, also auch unser Hund genannt. Ne? Schmeißen wir uns rein, zerkocht, kein Problem. Und jetzt zerschneiden wir die Rib Fingers. Ne? Das sollen ja wirklich nur so ein bisschen, gucken wir mal, immer direkt neben Knochen. Das ist dann schon mal ein größeres Stück. So. Da machen wir mal schön eine Fleischseite. Hier können wir mal ein bisschen mittig gehen. So, schaut mal her. Ne? Das sind nachher die Finger. Also irgendwann mal. Sollen die mal so werden. Ach ja, dazu wird natürlich die Kamerafrau nachher noch einen selbstgemachten Dip noch mit dazu stellen. Und wenn er schmecken sollte, dieser Dip, ne, dann schreiben wir das Rezept mit rein. Wenn nicht, dann schneiden wir alles wieder raus. Das Gesicht hättet ihr sehen sollen. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen was von dem Rub. Ja, riecht schon intensiv, aber es hat noch eine gewisse Milde drin. Wir gucken mal. Süßlich pikant. Also die Süße riecht man so ein bisschen, das Pikante auch. Ja. So, mache ich mal so ein bisschen rein hier. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen spielen. Ne? Das soll jetzt so eine Gewürzpaste werden. Ja. Ja. So, ist natürlich eine große Schale hier von Ikea. Ja, ein bisschen durchrühren. Ein bisschen was dazu. Sehr schön. So, jetzt rein mit den Fingern und einmarinieren das Ganze. Ne? Schön massieren. Eigentlich so von der Größe der Schale her hätte man da ja auch locker mal zwei, drei Stränge reinmachen können. Aber wir haben ja noch die Hähnchen dazu. Wer natürlich so mit seinen ganzen Freunden zusammensitzt, sechs, acht Leute zum Super Bowl, dann nehmt einfach mal so drei Rippenstränge oder vier hier rein, ne? Die Schale ist groß genug. So, jetzt noch die Zwiebeln dazu. Ja, Freunde, also noch mal kurz zu unserer Amerika-Reise. Wir werden dann dieses Jahr tatsächlich mal wieder rüberfliegen, zum vierten Mal. Wir waren jetzt schon dreimal da drüben. Da haben wir uns aber damals mit dem Thema Barbecue-Grillen noch nicht so intensiv beschäftigt. Da hatte ich auch noch keinen Gasgrill. Mal gespannt, was so Charlotte und Umgebung für uns barbecue-technisch so zu bieten hat. Natürlich bin ich auch wie immer gespannt, was unser amerikanischer Gastgeber so zu bieten hat. Ja, also der soll wohl inzwischen schon, wie viele Grills haben? Fünf? Fünf, glaube ich. Ne? Und wir werden mal gucken, Frühstücksrestaurant, Burgerrestaurant, Sparrows, Brisket. Ob wir das alles erfüllen werden, weiß ich noch nicht, aber wir lassen uns mal überraschen. Ne? So. Hast du gesehen, Freunde, wie ich gerade völlig unelegant diese Knoblauchzehen zerdrückt habe. So, alles rein. So, jetzt deckt man das Ganze hier mal ab. Ich habe heute mal, wollte ich mal testen, ich habe heute mal mir eine Folie geholt aus dem Alu in Backpapier. Ich habe gehört, das soll wohl ein bisschen ganz cool sein, so durch den Verdampfungseffekt hier drin. Ob das wirklich was ist, das jetzt ein Riesenunterschied ist zum Butcherpaper oder zur klassischen Folie, weiß ich noch nicht. Muss man mal gucken. So, schaut mal her, jetzt habe ich die teure Folie drüber gelegt. Jetzt wollen wir das natürlich schön dicht haben. Dann nehme ich jetzt die preiswerte Folie, ziehe das nochmal längs drüber. Ja, und dann lassen wir nachher die Fingers, ich sag mal so über eine Stunde schön
köcheln, dann holen wir die raus und dann werden sie glasiert. Und die Hähnchen, die packen wir so, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde, nachdem wir hier mit den Fingers angefangen haben, packen wir die auf den indirekten Bereich in die, auf den Ablagerost oben. Nicht, dass wir schauen, wir müssen ja schauen, dass die ungefähr gleichzeitig fertig werden. Also ein Schönheitspreis gewinnt das Ganze natürlich nicht. Aber soll es auch nicht, weil schmecken muss es. So, das schon mal rein. Schmerzlos. Ja, und nun noch mal so kurz zu den Hähnchenflügeln, Chicken Wings. Guckt mal hier. Das könnte man jetzt hier noch so abziehen und dann nur diese großen. Aber ich habe mir gedacht, ich trenne das noch einmal so ein bisschen durch hier. So, und dann lassen wir das hier von beiden Seiten. Warum wollen wir das Fleisch hier wegschneiden, schmeißen? Das wollen wir ja nicht. Und die Flügel, die machen wir gänzlich ohne Rub. Die machen wir tatsächlich nur mit Salz und Pfeffer. Und da kommt dann ganz zum Schluss. Hast du das gehört, Hase? Cool. Cool, ne? da kommt dann zum Schluss Honig und Butter drüber. Dann haben wir so eine richtig schöne Fingerfoodplatte. Ja, schaut mal her, ne? Alles aufgetrennt so und ganz handelsüblich, einen ganz dünnen Pfeffer. Da brauchen wir keinen teuren Stegpfeffer nehmen für diese Hähnchenflügel. Ein bisschen schönes Sylter Meersalz. Könnt ihr immer sagen, okay, was ist der Unterschied zum Ostseemeersalz, zum Mittelmeermeersalz? Ich finde es am geilsten. Schöne Grüße gehen raus nach Sylt. Ganz liebe Freunde von uns machen da gerade Urlaub. Und Happy Birthday. Genießt den Tag, die ganze Woche. So Freunde, nach 3 Stunden marinieren habe ich jetzt den Grill angemacht. Wir fahren erstmal alle Brenner hoch, nehmen dann wieder ein bisschen Hitze zurück. Wir wollen so bei 200 Grad Deckertemperatur landen. Dann lassen wir jetzt erstmal die Spare Ribs Fingers so ein bisschen garen. Ich denke mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht. Und dann hauen wir irgendwann schon mal die Chicken Wings noch mit drauf. So Freunde, 50 Minuten sind rum für die Spare Ribs Fingers. Kann ich euch leider nicht mehr zeigen, ich kann euch auch schon mal sagen. Duftet mega, ne? Also das bisschen, was ich nicht so verschließen konnte, duftet mega. So, und jetzt, wir wollen ja ungefähr, dass es gleichzeitig fertig ist. Jetzt kümmern wir uns mal um die Chicken Wings. So, die legen wir einfach mal hier so ein bisschen herzlos in den indirekten Bereich. Und wie ihr seht, ich habe mir schon mal eine kleine Verlängerung gebaut von der Schwedenschale. Ne, weil die werden wir hier wahrscheinlich auch nicht alle drauf bekommen. Und dann lassen wir den natürlich jetzt weiterlaufen, so bei 200 Grad Deckertemperatur. Also neuer Temperaturfühler funktioniert vom Breuer King. Freue ich mich. Und das gucken wir uns jetzt nochmal das Ganze so eine Dreiviertelstunde an. Dann nehmen wir alles runter. Dann geht es ans Glasieren. Dann sollte es auch schon bald fertig sein. Bis dann. Ciao, ciao. So, Freunde. Wir haben jetzt nochmal so 40, 45 Minuten sind vorbei, seitdem die Hähnchenflügel draufgekommen sind. Schaut sie euch mal an. Ah, guckt mal hier, wie die sich zurückziehen. Ja, und die sind aus meiner Sicht fertig zum Glasieren. Ja, was machen wir denn jetzt erstmal? Schieben wir erstmal den Deckel hier beiseite. Nehmen ein wenig Alufolie. So. Ehrlich, die könnte man eigentlich jetzt schon essen. Aber sind natürlich noch nicht glasiert. Kommt überhaupt der große Augenblick. Na ja, hier oben ist das Fett drauf von den Chicken Wings. Na, ein bisschen vorsichtig, weil es heiß. Heiß, heiß, heiß. Jetzt kommt überhaupt das Entscheidende. So Freunde, schaut mal her. Die Sparrows, ne? Die sind echt mega zart. Ne? Ich habe die schon mal angefasst, aber die sind so zart, dass die echt ganz viel. Also eigentlich könnte man sie schon essen, ne? So, dann mache ich jetzt hier nochmal meine eigene Butter-Honig-Marinade drauf. Dann lassen wir das Ganze nochmal so ein bisschen anziehen. Vielleicht nochmal so 10 Minuten, Viertelstunde. Guck mal hier, auch die Hähnchen, die sind eigentlich von Kern her sind die schon fertig, ne? Ja, wie ihr seht, ich habe hier überall noch mal was drunter gelegt, damit wir uns die Roste nicht weiter einsauen, ne? Auch wenn meine Roste ihre besten Tage erlebt haben, so wie wir heute die Jungs von Ankerplatz hier so erzählt haben. Also, da werden wir wohl noch mal was machen müssen dieses Jahr. Ja, jetzt nochmal Brenner auf, 130, 140 Grad Deckentemperatur nochmal anziehen, das Ganze, und dann können wir essen. Okay, also 20 Minuten sind noch mal rum nach dem Glasieren. Lasst uns mal reinschauen. Also, die Fingers, die sehen hervorragend aus. Die Wings, sehen auch sehr gut aus. Ich hätte es mir einen Ticken dunkler gewünscht, muss ich mal dazu sagen. Aber irgendwie wollte der Honig wahrscheinlich nicht so richtig karamellisieren, obwohl man ja sieht, ne? Guckt mal hier.
Da ist ja auch was runtergekommen an Honig. So, wir bauen jetzt mal die Platte zusammen und dann geht es gleich ans Verkosten. So, ein Berg voller Glück wartet auf mich, ne? Und ich bin schon echt gespannt. Erstmal A, der neue Wrap, den wir probiert haben, von Marco Greulich. So, muss ich erstmal so mal probieren. Geil. Erstmal fällt es schön ab. Beim nächsten Mal ein bisschen mehr Flüssigkeit in die Schale rein, aber komplett zart. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Mal hier. Ne? Geil. So, Ketchup, Barbecue-Soße. Aber ich muss natürlich mal hier den Dip probieren. Das ist nochmal Curry. Curry Datteldip. Eine Dattel ist da drin. Okay. Ist es deins oder ist es nicht deins? Geht so. Das Fleisch ist mein. Und hier ist noch mediterraner Tipp. Tipp. Also, da kommt so eine leichte Schärfe durch den Rub. Und ich sag mal jetzt so hinten raus. So. Sehr gut. So. Hähnchen, guck mal hier, fällt schön auseinander. Ne? Geil. Geil Omat. Muss ich erstmal so mal probieren, ja. Aber wie gesagt, die Hähnchen sind ja nur ganz puristisch gewürzt, ne? Salz, Pfeffer, ohne Wap und Butter und Honig. Und da muss ich sagen, dieses puristische, ne, hat doch immer wieder was. Jetzt muss ich auch das Hähnchen, ich Pechvogel, oh, schöne Haut. Was ist das jetzt hier, Hase? Mediterraner. Was ist da alles drin? Darf ich dir gar nicht sagen. Ja. Tomate, Basilikum, Petersilie. Ja, das ist nicht so meine Welt. Ich glaube, das ist für meine weiblichen Zuschauer. Nun Freunde, die Familie wartet aufs Essen. Wenn ihr Super Bowl-Fans seid, könnt ihr das mal nachmachen. Solltet ihr zu 8 oder zu 10 sein, ne, dann nehmt ihr so 5, 6 Stränge von dem Fleisch. Hier noch ein paar mehr Flügel, je nachdem, was ihr wollt. So, wir sind halt zu dritt, inklusive einem Kind, macht man ein bisschen weniger. Für uns völlig ausreichend. Dann, ich grüße noch meine neuen Abonnenten und ganz speziell grüße ich den Mikey aus dem Rostocker Überseehafen. Ich freue mich, dass du zum Fan und zum Abonnenten geworden bist. Wir haben uns schon persönlich kennengelernt, ne? Also ich hoffe, du wirst noch viel Spaß mit unseren Videos haben. Und alle unbekannten Abonnenten, die grüße ich natürlich auch noch. Ich habe gehört, der ein oder andere Nachbar soll mich heute noch abonniert haben. Die grüße ich natürlich auch noch. Tja, und nächste Woche wird es dann kein klassisches Grillvideo geben, sondern es gibt eigentlich mehr ein Video über meinen Grill als solches, über gewisse Gefühle, gewisse Neuerungen vielleicht auch und eine Empfehlung an die Jungs von Ankerplatz aus Rostock, ne, die mir bei dem Grill ganz toll geholfen haben. Grüße gehen schon mal raus. Und dann hoffe ich, ihr bleibt alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Schrödi.